Das ist ein Wahnsinn. Wie groß können die werden? Das ist wunderschön. So einen dicken Hexenröhrling habe ich noch nie gesehen. Wunderschön. Schöner wird es nicht und es ist nicht der einzige. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Suchvideo. Nachdem wir uns in den letzten Videos doch eher mit theoretischen, aber wichtigen Themen beschäftigt haben, zieht es uns bei diesem herrlichen Herbstwetter endlich wieder tief in die Büsche. Und wir haben uns den bestmöglichen Platz überhaupt ausgesucht. Wir sind wieder am Hang der Riesensteinpilze, wo wir das letzte Mal vor ungefähr einem Monat diese riesengroßen, wunderschönen Steinpilze gefunden haben und man sieht, wir sind in der Nähe von unserem Tannengebüsch, wo wir die letzten Jahre auch diese wunderschönen Teppiche von Trompetenpfifferlingen gefunden haben, die vor einigen Wochen noch ganz, ganz klein waren. Also heute sehr spannend, was hat sich bei den Steinpilzen getan? Sind die Pfifferlinge groß geworden? Kommt's mit! Ja, nachdem wir überall am Weg entlang schon verschiedene Pilzleichen gesehen haben, gerade auch von den Maronenröhrlingen haben wir jetzt den ersten frischen Platz gefunden und die sind richtig schön geworden. Wir haben zwar schon Mitte Oktober, aber an den richtigen Plätzen fühlen sich auch verschiedene Röhrlinge auch jetzt noch wirklich sichtbar wohl. Ich bin gespannt, wie es mit den Steinpilzen aussieht. Heuer wird natürlich auch extrem viel gesammelt. Wir sind gespannt, ob wir unten noch mehr finden. Aber diese Maronenröhrlinge sind natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Start. Schöne Farbe, ein bisschen angeknabbert, aber die Röhren sind auf jeden Fall noch hell, also die sind natürlich vom Speisewert dem Steinpilz nicht wirklich unterlegen. Ja, auch noch ganz fest, schaut, da kann man nicht seinen Finger reindrücken, fein. Na, die sind wirklich ein wirklich schöner Start, die in direkter Nachbarschaft zu den Schwefelköpfen und wir arbeiten uns jetzt den Hang nach unten, ja, und schauen, dass uns da noch alles so über den Weg läuft. Jetzt, okay, noch besser als die Maronenröhrlinge. Jetzt haben wir was richtig Fettes zum Einstieg gefunden. Der hat uns schon von der Weite angeleuchtet. Dieser gelbe Fleck da am Weg nach unten. Und das ist ein riesiger, ich werde den da irgendwie mal ein bisschen freilegen. Der wächst da neben dem Wurzelstock. Ein riesiger, flockenstieliger Hexenröhrling. Wahnsinn. Und in seiner Prime auch noch, der ist noch ganz frisch. Wir haben ja auch immer wieder jetzt schon Maronenröhrlinge gesehen, wo sich dann der Hut nach oben biegt, da sind sie alt. Aber schaut euch den an, der ist wunderschön. So einen dicken Hexenröhrling habe ich noch nie gesehen. Der hat ja wirklich fast die Dicke meiner Hand. Und unten noch dieses herrlich schönen, hellroten, orangenen Röhren. Also ein ganz, ganz junges, dickes Exemplar. Da bin ich gespannt, wie groß der geworden wäre. Und für mich erstaunlich, da habe ich noch nie welche gefunden. Das Loch machen wir zu, das ist echt riesig. Das ist anscheinend da ein neues Vorkommen. Wir haben nämlich noch einen davor. Oh, da ist noch einer. Gut, dass man immer vorsichtig ist und im Laub schaut. Schaut sich das Baby an. Herzig. Ja, na, den werden wir. Na, da wird es hart, ob der da bleibt oder nicht. Ich glaube, der kommt fast sogar mit. Und auch den werden wir rausnehmen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Noch ganz fest auch. Schön dunkel. Also diese flockenstilligen Hexenröhrlinge fühlen sich nicht nur ganz schon früh im Mai wohl, auch im ausgehenden Pilzherbst. Ja, ganz tolle Speisepilze. Da haben wir von Baby bis Teenager bis ja, Elternteil haben wir alles vertreten, aber alle sind noch frisch, bisschen angeknabbert, aber die kommen heute auf jeden Fall mit. Ja, nach unseren ersten zwei Stopps haben wir den Korb schon echt gut gefüllt, aber wir nähern uns langsam wieder dem Platz, wo wir vor einem Monat ungefähr diesen gigantischen Steinpilz gefunden haben. Wir nehmen euch auch dieses Mal wieder live mit. Wir sind selbst sehr gespannt, was dort ist und lassen uns überraschen. Ja, okay, haltet euch fest,
Wir warten mal, bis die Kamera wieder bei mir ist. Wir sehen ihn wieder von da. Es ist unfassbar. Dieser Fleck ist wirklich, der geht in meine Geschichtsbücher ein. Schaut mal ein bisschen nach links. Da leuchtet schon der erste Riesen. Ich hoffe, er ist frisch. Oh, oh, da ist eine große, dunkle, grüne Kappe. Aber zuerst, oh. Boah. Also ich weiß nicht, was in diesem Boden drinnen ist. Auch diese Hexenröllige waren schon außergewöhnlich groß. Aber das ist wieder ein... Boah, der ist so jung. Schaut sich die Farbe an. Ja, okay, wir müssen da kurz Schnitt machen. Nicht, dass wir auf irgendwas draufsteigen. Wir schauen uns mal um und dann treffen wir uns da wieder. Mein Geheimplatz hat uns wieder mal nicht im Stich gelassen. Wir haben einiges zum Anschauen. Fangen wir vielleicht mit der erfreulichsten Botschaft an, und zwar ein Baby. Also wenn der älter als einen Tag ist, dann weiß ich auch nicht. So frisch, steinhart, wunderschön. Den putzen wir gleich da. Nicht wurmig, das ist das, oder madig. Das ist das Schöne am Pilzherbst. Da ist die Qualität auch immer einwandfrei. Boah. Aber schaut euch das an. Also, wir haben auch ein bisschen Glück des Tüchtigen, muss man dazu sagen. Da hat sich gerade aus dem Laub eine Schnecke hervorgetan. Und die ist da seelenruhig auf die Mahlzeit ihres Lebens wahrscheinlich draufgekrabbelt. Sie ist immer noch da. Aber es tut mir leid, liebe Schnecke. Wir haben da zum Glück noch ein paar alte Exemplare gefunden. Ein bisschen weiter unten. Da kann sie sich noch zu Genüge, ja, satt fressen. Der ist so schön ebenerdig gewachsen, denn werden wir gleich da abschneiden. Boah, oben seht ihr schon, der hat fast Erde noch mitgeschoben. Also der ist, boah, der ist schwer. Der ist wahrscheinlich schon in einer gewissen Größe aus dem Boden rausgeschossen. Aber ein ganz heller Rand noch, also frischer geht's gar nicht. Da werden wir, ah, da sieht man schon die Schneckenspuren. Das bürsten wir ab, den Rest schneiden wir noch weg. Aber schaut, ah, da ist auch ein kleines Schneckchen. Die, ja, die haben den Platz da. Ja, nicht mehr für sich, sie müssen ihn mit uns teilen. Ja, wunderschön. Also auch der ist noch ganz fest, trotz dieser Größe. Schaut sich das an, da kann man nichts verbiegen. Ein bisschen, ja, wunderschön. Schöner wird es nicht und es ist nicht der einzige. Wir schauen uns noch die anderen an. Ja, vorbei geht's an den alten Riesen, an denen schon ein bisschen rumgeknabbert wurde. Die bleiben auch für die Schnecken im Wald. Boah. Der ist sogar schon umgefallen, so groß ist er. Wir haben noch einen Bigfoot gefunden. Ich weiß nicht, was da mit dem Boden nicht stimmt. Man würde vermuten, der Boden ist gedüngt, aber Steinpilze wollen ja einen kargen Boden. Also die werden nicht größer, weil der Boden gedüngt wird. Ich weiß nicht, warum die da so groß werden, aber schaut euch das an. Schaut euch das an, der hat... Das ist ja mein, gut, ich bin ein schlanker Mann, aber mein Oberarm ist nicht viel dicker. Dieser Stiel, schaut euch das an, das ist wirklich so dick. Das ist gigantisch. Den hat schon ein Tier angeknabbert. Auch der wäre eigentlich noch relativ frisch. Da sieht man es besser. Wir schauen uns den nochmal in Ruhe an, werden ihn aber da lassen. Wir haben damit genug. Ich meine, wir kriegen immer wieder Kommentare, dass wir so viel sammeln. Wir sammeln nie auch nur annähernd über die Grenzen hinweg. Wir sind auch zu zweit, muss man sagen. Die Kamera hält sich ja nicht von selbst. Wir wollen das auch vermitteln, dass man nicht so große Mengen nimmt und so alte Sachen dann im Wald lässt. Also man muss wirklich nicht jeden mitnehmen. Den schauen wir uns an. Da ist schon sein kleiner Baumpartner. Und schauen dann weiter nach unten. Da haben wir auch noch interessante Stellen. Wir sind über das nächste Nest gestolpert. Ich bin echt extrem begeistert. Für Nachwuchs ist gesorgt. Wir haben eigentlich, schaut mal, den nächsten wunderschönen Maronenröhrling entdeckt, der da ja stolz schon in den Himmel strahlt. Ein ausgewachsenes Exemplar und auch der letzte von den Maronenröhrlingen für uns heute. Aber die sind wir sind fast drauf gestiegen. Schaut euch diese wunderschönen
Babys an von den flockenstillen Hexenröhrlingen. Wieder so dick, also wir sind immer noch nur ein paar Meter entfernt von den Riesensteinpilzen. Ihr seht, meine Stimme ist leise. Das ist wirklich einer der wenigen Plätze, die sonst niemand kennt in dem Wald. Also die mögen auch bitte geheim bleiben. Und wunderschön, wir werden die auch nicht nehmen. Wir filmen sie noch in Ruhe. So klein und so schön findet man so ein Drillingspärchen auch nicht alle Tage. Und wir arbeiten uns noch nach unten. Ja, und sind eigentlich jetzt schon super happy, aber eigentlich gerade erst am Anfang von unserer Suche. Ja, dass die Reulinge anscheinend äußerst gut mit uns meinen, haben wir uns jetzt dazu entschieden, erstens das Video auch den Reulingen zu widmen. Wir haben ja noch einen besonders spannenden Platz vor uns und ein kleines Experiment zu wagen. Wir werden diese ganz kleinen Baby-Hexenreuerlinge, die wir jetzt da fast überall auch in diesen kleinen buschigen Zonen entdeckt haben, die lassen wir stehen. Wir werden eine Woche nicht herkommen und nächsten Montag dann hier weiter filmen, und um zu schauen, ob sie und wie viel sie gewachsen sind. Das ist ja immer so eine spannende Frage, wie viel wachsen die Pilze in welcher Zeit, und wir werden selbst neugierig sein und uns genau auf diesem Platz dann wieder aufmachen. Aber ein Highlight für uns und für mich wartet noch. Wenn ihr euch erinnern könnt, vor 2 Jahren haben wir in diesen erwähnten Tannengebüschen, die fast undurchdringlich sind, habe ich den wirklich größten Steinpilz, zumindest was den Umfang angeht, meines Lebens gefunden. Und ja, nicht, dass uns wer findet. Und wenn wir schon in der Nähe sind von diesem Platz, müssen wir da unbedingt noch hinschauen. Die Trompetenpfifferlinge kontrollieren wir und auch die anderen Pilze. Aber da werden wir dann in einer Woche zusammenkommen. Heute geht es nur um die Röhrlingsvielfalt. Irgendwas raschelt da schon im Unterwuchs. Da versteckt sich was. In diesen dichten Tannenwäldern sieht man ja auch nur ein paar Meter weit. Aber wir haben unsere Stellen gefunden. Die Trompetenpfifferlinge sind wieder da, und zwar zahlreich. Die haben da wieder Nester gebildet. Das Gute ist aber, erstens, sie sind relativ lange haltbar. Das heißt, wenn wir da nächste Woche wieder herkommen, werden wir wieder welche finden oder eigentlich dieselben wiederfinden, und die sind dann immer noch frisch. Sie würden heute wahrscheinlich in unserem Steinpilzkorb zerschreddert werden. Das heißt, wir bleiben bei den dicken, großen Pilzen und holen uns die Trompetenpfifferlinge nächste Woche ab. Aber schaut's mal da rein, da sind wirklich wieder viele da. Ja, mir fehlen selten die Worte, aber dieser Kampf durch dieses scheinbar undurchdringliche Tannengebüsch hat sich wieder gelohnt. Also schöner wird's nicht. Ich glaube, das ist der schönste Steinpilz des Jahres. Vielleicht einer der schönsten, die ich je gefunden habe. Schaut's, oh mein Gott, der ist so dick. Ja, okay, das ist fast unverschämt schön. Das ist ein wunderschönes Exemplar. Schaut fast aus, als wäre da mal ein Zwilling dran gegangen. Vielleicht. Ah, da hinten war sogar noch ein kleiner. Das Myzel decken wir wieder zu. Schaut euch das an. Also heute sind wir wirklich verwöhnt. Ich hätte das nicht gedacht. Wir waren eigentlich schon vor einem Monat da und haben wirklich schöne Funde gemacht. Wir haben auch schon ein paar alte Riesen gefunden. Die zeigen wir euch auch noch. Das ist sensationell. Und die sind ja wirklich noch ganz frisch. Schaut, boah, das ist steinhart. Also sensationell. In dieser Qualität, so groß, findet man das einfach wirklich nur ganz, ganz selten im Jahr. Wir nehmen auch den kleinen noch, den werden wir gleich abschneiden. Den wollten wir euch komplett zeigen. Also schöner wird es nicht. Wir putzen ihn noch ein bisschen. Wahnsinn. Ich bin begeistert, und wir haben noch ein paar Meter durch dieses Gebüsch. Das ist ja wirklich jetzt unmittelbar in der Nähe
von dieser Stelle, wo wir vor 2 Jahren diesen fast korbgroßen Pilz gefunden haben. Ja, wir schauen, ob an der Stelle wieder was nachgewachsen ist. Und selbst wenn wir nichts mehr finden, wir sind überglücklich. Ich bin immer noch beeindruckt von dem Gewicht und von der Schönheit von diesem, ja, Brocken. Er hatte noch einen Bruder anscheinend. Wir sind nur ein paar Meter weiter gegangen durch dieses wunderschöne, stimmungsvolle Jungwäldchen. Und da haben wir schon einen alten Steinpilz, der seine besten Tage wirklich lange hinter sich hat. Sowas findet man immer wieder. Ein gutes Anzeichen dafür, dass man allein in dem Wald ist, weil das dauert doch 1-2 Wochen, bis sie dann diesen fortgeschrittenen Schimmelstadium erreicht haben. Und sie haben sich verbreitet. Der hat Millionen Sporen in diesem jungen Wald, ja, verteilt und hoffentlich für Nachwuchs gesorgt. Der Wald wird immer dichter, immer dunkler und die Funde werden immer beeindruckender. Am Fuß von diesem komplett von Braunfäule zerfressenem Fichtenstumpf hat sich der nächste Gigant angesiedelt. Ihr seht wieder, die Ausmaße sind riesig. Aber der Hut krempt sich schon ein bisschen nach oben. Auch bei den Röhrlingen immer ein Anzeichen dafür, dass sie schon alt sind. Den werden wir natürlich auf gar keinen Fall mitnehmen. Ich glaube, schöner kann es nicht mehr werden. Wir schauen uns aber noch ein bisschen um. Wir sind jetzt wirklich dann unmittelbar in der Nähe von diesem Riesenfund. Und man merkt, auch dieser Wald, dieses ganze Gebiet bringt einfach Steinpilze hervor, wie man sie in einer Größe nicht oft findet. Also wirklich ganz außergewöhnlich, ein wirklich super interessanter Platz. Und wir sind einfach extrem neugierig. Ich merke, ich bin wie ein Kind. Ich würde am liebsten durchrennen, was mit der ganzen Kameraausrüstung natürlich nicht geht. Aber ja, dieser Drang zu finden, was sich da noch versteckt, der ist riesig. Und kommt einfach mit und lasst euch überraschen mit uns. Filmst du gerade, Daniel? Ja, komm her, da ist ein Monster. Oh, wow. Schau, das tut er nicht weh. Boah. Naja, nie weit weg zum Glück, der Kameramann unserer Wahl. Also natürlich klar drüber. Da ist er so schnell hergelaufen, Daniel. Immer auf der Jagd nach dem besten Bild. Das ist ein Wahnsinn. Wie groß können die werden? Ich habe sowas ganz selten gesehen. Normalerweise im Laub, ja gut, wenn sie versteckt und geschützt sind, dass sie so groß wären. Aber der wächst da ja frei. Und also das ist ja, boah, schaut euch diese Dicke an, auch der Stiel. Ich meine, der ist klar verschimmelt. Wir hätten ihn sowieso nicht mehr genommen, wir haben genug. Aber einfach zum Anschauen, also monumental, wie groß diese Dinger da werden. Da kann ich meinen Kopf getrost drauflegen. Also ein kleines Naturwunder. Und dieser Wald, ja, unbeschreiblich. Wir werden jetzt den Daniel nochmal in Ruhe filmen lassen. Ich werde mich noch ein bisschen dichter in den Wald aufmachen. Mein Gespür sagt, da ist noch der ein oder andere. Schauen wir, ob das stimmt. Der ist so groß, der ist gerissen. Der ist da auseinandergerissen. Da waren noch mehrere nämlich. Also dieser ganze Wald ist übersät mit diesen alten Leichen. Es sind makabre Schönheiten. Auch der hat wieder Ausmaße angenommen, die jenseits von jedem normalen Steinpilz sind. Das ist wirklich überdimensional, was hier hervor und aus dem Boden rausschießt. Wären wir eine Woche früher da gewesen, boah, die wären alle frisch gewesen. So sind sie natürlich schon hinüber, aber wir hatten Glück. Den Nachzügel haben wir entdeckt und auch dieses Exemplar hat alle Erwartungen übertroffen. Wir haben eigentlich nicht gedacht, dass so viel ist. Auch ein paar Junge sind noch gekommen. Auch der ist noch gar nicht so alt. Also die Zeit stimmt anscheinend noch. Dem goldenen Pilzherbst steht nichts im Weg. Und auch nichts unserem Experiment. Wir werden nämlich nächste Woche wieder herkommen.
ich glaube, ich muss auch da nochmal herkommen. Ich muss einfach wissen, ob da noch was gewachsen ist. Aber uns interessiert natürlich, ob die Hexenröllinge größer geworden sind, ob sie auch zu solchen Riesen herangewachsen sind oder ob sie stehen geblieben sind. Also ich bin sehr gespannt. Selbst habe ich sowas noch nie gemacht. Ich bin sehr neugierig. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Sagen danke, dass ihr dabei wart und lassen diesen Steinpilz-Riesenwald hinter uns.